Willkommen zurück zu Edward Kenway. Was? Nein. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Beziehungsweise falschem Spiel. Nicht bei Edward Kenway, der bei Black Flag mitspielt, weswegen ich auch immer diesen Namen sage, sondern bei Haytham Kenway. Ja. Haben sie beide den gleichen Nachnamen? Das wird mir hoffentlich nicht noch öfter passieren, was ich aber glaube ich denke. Warum laufe ich eigentlich runter? Und ich hoffe, der Speicherpunkt Dingsbums hat sich jetzt endlich mal genug gespeichert. Wir speichern uns das ab, dass es nicht mehr weiter passiert. Die Witze brodeln nur so aus mir heraus. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der nächsten Mission. Der nächste auf der Liste. Also ich denke mal, er meint die Liste von Helfern. Achso ja, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Hätte ich fast vergessen. Der nächste auf der Liste beginnt jetzt. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer verkauft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Na dann auf zu diesem William. Und erstmal raus aus dieser Bar, wo die ganze Zeit genau die gleiche Musik läuft. Ich will hier nicht mehr sein. Und natürlich wollen wir dann Spielchen spielen. Nein. Dazu bin ich nicht aufgelegt. Und da wartet er schon. Der Gute. Und jetzt beginnen wir Sequenz 2. Der Chiro. Niemand macht auf. Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Benjamin Jerts Nachbarn untergetaucht belauschen. Okay. Woher wir wissen, dass es die Nachbarn sind, keine Ahnung. Ich denke mal einfach nur Leute, die auf der Straße rumstehen. Okay. Dann tauchen wir mal unter. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. An helllichten Tag, unerhört. Dämliche Kluft. Die Feindseligkeiten im Grenzland nehmen zu und sowohl britische als auch französische Truppen suchen die Unterstützung der Ureinwohner. Mach ich. Wollte ich eigentlich schon vorher machen. Ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Die größte Auswahl an Kurzwahlen. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Auf die nächste Kirche klettern und synchronisieren. Okay.
Ja, ich habe nämlich gerade eben schon gedacht, der steht da einfach so, guckt die voll an, mitten auf der Straße. Die werden den niemals sehen, dass der die belauscht. Nein. Aber das war ja alles nur Tutorial-Zwecken. Also von denen her, man muss es ja irgendwie erklären. Deswegen ist ja kein Problem. So, und jetzt sollen wir synchronisieren. Kennt ihr natürlich bestimmt auch, wenn ihr die anderen Assassin's Creed Teile kennt oder auch diesen. Ganz normal mit dem Adlerauge. Oder, nee, ist noch nicht mal mehr mit dem Adlerauge. Das ist sogar, also doch halt eigentlich schon halt, aber nicht so wie, wieso, sondern dass wir halt erstmal an der Kirche vorbeirennen, natürlich. Oh nein, hier sind Wachen. Ihr werdet ja gleich sehen, was ich meine. Wenn ich doch... Ah, Mann, ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Und weiter hoch. Das reicht uns nicht. Ja, und so können wir halt die Karte aufdecken. Sind es bei Far Cry die Funktürme, sind es hier die höher gelegten Orte, würde ich mal sagen. Aussichtstürme heißen sie, glaube ich, auch. So, so weit hoch, wie es geht. Und da ist der Adler. Und wir benutzen schon das Adlerauge, aber halt nicht so, sondern halt der Adler. Sozusagen unser Auge. So. Und wir synchronisieren. Und schauen hier uns genau um. Auch wenn es ein bisschen neblig ist. Dann höre ich mal so. Mit ein bisschen Glück. Weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Mehr Gespräche belauschen, um Church zu finden. Okay, können wir da runterspringen, ohne zu sterben? Ich hoffe es mal. Los geht's. Den Todessprung. Es ist alles ein bisschen unrealistisch. Also der Todessprung ist wirklich unrealistisch, weil von da oben in diesen Heuwagen, wo, naja, nicht unbedingt genug Heu drin ist, wird man sich, glaube ich, verletzen. Vor allem springt man nicht perfekt in den Heuwagen rein, aber es ist ja immer noch ein Spiel und wir wollen ja hier kein realistisches, das realistischste Spiel überhaupt, sondern eher ein actionreich geiles Spiel. Und das ist auf jeden Fall. Ah, da vorne können wir uns, glaube ich, hinstellen. Gerade heute bin ich wieder welchen begegnet. Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete, aber so wie die reinblickten, weiß ich es lieber. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Hinweis analysieren, um das Suchgebiet einzugrenzen. Okay. Das ist alles nicht wichtig gewesen. Da vorne sind noch ein paar. Ah, da auch. Oh. Eine Patrouille sogar. Eine Wache. Church. Suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen ab. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Okay, die hätten wir belauscht. Bei keiner Belauschung scheitern. Das wird etwas schwieriger. Ihr habt ja schon gesehen, wir müssen manchen hinterherrennen. Und sie drehen sich auch manchmal um, weil sie denken, warum rennt er uns hinterher? Würde ich auch machen. Ich bot ihnen Hilfe an. Aber das passt doch schon. Sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Lied zum Ufer begleiten. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden.
Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber Klettern hat er noch nicht so ganz drauf, der liebe Kenway. Ich weiß auch nicht. Entweder ich werde mit dem einfach nicht warm oder er kann es auch einfach nicht. Kann auch sein, er ist immer ein Templer. Also sozusagen ein dreckiger Halunke. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Was zielen Sie? Auf was soll ich zielen? Ah, okay. Also auf meine Begleitung zielen, um ihn warten zu lassen. Vielleicht gar keine schlechte Idee, weil das ist ein streng bewachter Bereich, das Rote auf der Karte. Warnung. Nein, bei den Verbündeten bleiben, natürlich. Können wir dem jetzt auch irgendwie von hier aus zurufen, folgt mir? Wäre irgendwie ein bisschen komisch, aber los, komm. Ne, er flüstert es ihm zu über Mikrofon. Wo müssen wir denn genau hin? Ach du Scheiße, sind hier viel Wachen. Ach du Scheiße, nein. Gar keine gute Idee. Aber da vorne ist auch eine Wache. Da sind sie, nicht nur eine. Das ist also nicht immer nur eine Wache, der rote Punkt auf der Karte, sondern eine ganze Patrouille, wie es aussieht. Da drin sind auch welche, gell? Nee, nur Truthähne und Hennen. Die sind aber schon schlimm genug. Nein! Oh Mann. Scheiße, nein. Los, renn. Egal. Wir wurden noch nicht entdeckt. Tatsächlich irgendwie durchgekommen. Wie auch immer. Tür öffnen. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Einem Wachoffizier den Schlüssel entwenden. Unentdeckt bleiben. Oh mein Gott. Und natürlich wissen wir nicht, welchem Wachoffizier. Wäre auch etwas komisch, wenn er einfach sagen würde, ja, ich weiß, dass der ihn hat. Deswegen wird das hier eine schwierige Sache, vor allem unentdeckt zu bleiben. Dreht der liebe Herr sich um oder bleibt er einfach so stehen und genießt das Wetter? Ich hoffe, er genießt das Wetter. Sieht ganz danach aus. Und ich hoffe auch, dass es niemand anders bemerkt. Doch, natürlich. Scheiße. Also unentdeckt bleiben war nichts. Aber bekämpfen kann ich euch trotzdem. Werf ihn doch nicht ins Wasser. Wieso? Wenn er doch weiß, er will diese Wache durchsuchen, warum wirft er sie dann ins Wasser? Oh Mann. Jetzt muss ich mich auch noch nass machen für den Dreck. Hallo? Ich glaube, unsere Wache ist soeben... Wenn der jetzt den Schlüssel hatte, dann sind wir am Arsch. Okay. Was? Okay, töten. Können wir die eigentlich auch aufheben? Ah ja, nee, nur die Waffe. Oder? Ich habe da gerade was gelesen. Körper tragen geht auch, okay. Wäre auch komisch, wenn sie das wieder weggemacht hätten. So, hat der vielleicht den Schlüssel. Werf ihn bitte nicht ins Wasser, bitte. Na also, komm schon, er muss den Schlüssel haben. Ja? Okay, gut. Er hatte den Schlüssel. Die Tür aufschließen machen wir. Oder hatten die alle den Schlüssel? Keine Ahnung. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel.
Oder ich schneide ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Das kostet wohl eher den Kopf der Wachen. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein. Denn nur über meine Leiche schneidet ihr ihm etwas ab. Still jetzt! Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Ein bisschen von mir. So. Wer seid ihr? Evan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Das war der Chirurg. Mission beendet. Ja, nicht unbedingt Weltklasse, aber unentdeckt bleiben. Bei der Mission war auch wirklich nicht drin. Ich versuche natürlich immer mein Bestes zu geben, aber wenn ich es nicht schaffe, werde ich ganz bestimmt nicht die Mission neu starten. Also da bin ich dann doch irgendwie der Falsche. Freunde finden ist leicht. Sollen wir vielleicht die Mission auch noch dranhängen? Ja, komm. Freunde finden ist leicht. Die nächste Mission beginnt. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Silas Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Hm, lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Uns fehlt nur noch einer. Den holen wir jetzt auch noch in der Folge, oder? Wenn es keine lange Mission wird, dann würde ich sagen schon. Vielleicht wird es aber auch schwer. Der Soldat. Oh, das hört sich schon mal ein bisschen nach einer Kampfmission an. Aber jetzt probieren wir es mal. Komm. Wird es halt mal ein bisschen längere Folge heute. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock, wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Lee Folgen. Ich will den Namen jetzt nicht aussprechen, denn das sollen die Charaktere im Spiel für mich machen. Und ich sehe gerade, wir haben noch keinen einzigen Glitch in dieser Folge. Das hört sich doch gut an. Und ich glaube, wir sollten keinen Stress mit den Roten anfangen, denn da hätten wir ein Problem. Jetzt ruckelt es natürlich. Jetzt, wo ich gerade anspreche, dass es gut war, ruckelt es natürlich. Wieso? Wieso, Spiel? Willst du schlecht dastehen, oder? Oh, Mann. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Oh, Mann, Leute. Wieso?
Wieso muss das Spiel so sein? Das Witzige ist, das liegt echt nur am Spiel. Boah, jetzt ruckelt es gerade aber echt extrem. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder legt. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Sir, erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich, ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Dann müssen wir ihn uns wohl auf anderem Wege holen. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Und wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Jetzt. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Braddocks Patrouille verfolgen. Wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Na los, da hoch. Der kann nicht klettern. Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel. Okay, keine Sorge, hier oben sehen sie uns nicht. Aber wir sind in einem Sperrgebiet, was nicht unbedingt gut ist. Okay. Aber hier oben wird es ein leichtes, sie zu verfolgen. Es ruckelt gerade echt ein bisschen. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Also das Spiel hat ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, warum, weil... An meinem Computer kann es eigentlich fast nicht liegen. Aber na jetzt. Hoffen wir mal, dass es passt. Da unten laufen sie. Nichts ahnend. Jetzt! Wo ist der? Ah, da. Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg. Ihm nach! Lee folgen, um Braddocks Patrouille zu überfallen. So leicht geht's. Lasst ihn gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns.
Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Ich glaube nicht, dass das so leicht wird. Wir nehmen sie einzeln auseinander. Die Kämpfe, die sind einfach viel zu einfach. Weil, ja. Was soll man sagen? Es ist einfach so. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an und liegt ihr irgendwann gebrochen. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ja, weil die Kämpfe einfach viel zu einfach sind. Du kannst einen nacheinander einfach wirklich auseinandernehmen. Weil wenn du einmal in der Serie drin bist, dass du die, ja, habe ich ja schon mal gesagt, dass du die tötest, dann kannst du einfach weitermachen. Ist zwar geil inszeniert und so, aber es ist halt irgendwo ein bisschen zu einfach. Aber gefällt mir trotzdem richtig gut. Und die nächste Mission müsste dann ja sogar schon die sein, weil wir, naja, die richtige Mission sein, weil wir sind ja jetzt alle beisammen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part bei Assassin's Creed 3. Ist jetzt schon wieder ein bisschen längere Folge geworden. Und natürlich auch zu Ende ein bisschen rucklig. Aber ja, ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist. Also das Spiel will noch nicht so ganz. Muss ich noch ein bisschen warm werden mit dem Spiel. Aber ich kann euch so viel verraten, für die, die es nicht kennen. Es ist erst der Anfang, wenn überhaupt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Haven Kenway. Bis dann.